Montag 2014, Kalenderwoche 28. Im Windschatten des Lärmschutzwalles an der A4 bei Arnoldsweiler kontrastieren Bild und Ton. Denn nach dem Dauerregen am Dienstag riefen die Trails nach mir und den konnte ich mich dann nicht entziehen. Der nächstgelegene Trail war eben Burgau Richtung Drover Heide und das machte dermaßen Spaß, dass der Lauf auch etwas länger wurde, trotz des auch zügigen Tempos. Das waren dann 2¼ Stunden geworden, aber die passenden Bilder dazu konntet ihr schon im letzten Vlog sehen. Der Ellebach bei Ellen. Und auch am Mittwoch ging es an den Bach, einen etwas größeren, nämlich die Ruhr. Ebenfalls im Regen, ebenfalls in flottem Tempo, allerdings nur für eine gute 3/4 Stunde. Es muss einen Grund geben, warum hier in der Lärmschutzwand von Ellen ein Durchgang ist. Auch wenn das auf den ersten Blick nicht so ersichtlich ist. Extra für den Trail hier hat man das gemacht. Denn hier steht man mitten in der Pampe, wie ich doch weiß. Aber wenn da ein Durchgang ist, dann müssen wir hier auch irgendwo langlaufen. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Schauen wir mal. Hier sieht es ein bisschen zertrampelt aus. Versuchen wir mal in der Richtung. Also ich bin hin und weg. Extra Durchgang in der Lärmschutzwand. Um auf den Trail zu kommen. Um in die Pampe zu kommen hier. Unglaublich. Sehr sympathisch das Ganze. Ja, Brennnesseln machen erst mit kurzen Hosen Spaß. Deswegen blühen die auch im Sommer so auf. Ah, ist das schön. Aha, da ist der Weg. Wunderbar. Am Freitag bekam ich dann die Quittung für den Laufspaß am Wochenanfang. Und zwar in Form von sehr, sehr müden Beinen. Da habe ich es dann auch bei einer 3/4 Stunde bewenden lassen. Also, ich hatte ja ernsthaft vor, nur einen ganz normalen Landschaftslauf zu machen. Aber wie man sieht, haben wir ja wieder die Nummer mit den Sackgassen. Und die Antwort darauf, Freestyle nach Himmelsrichtung. Aber das feuchte Gewächs hier, das kühlt wunderschön die Waden. Das ist doch schöne Erfrischung. Ich glaube, da sehe ich den Weg. Prima. Sind wir ja nahe der Zivilisation.
der Morschenicher Wald, by the way. Das ist der normale Morschenicht-Trail. Und wieder der Ellebach, diesmal bei Merzenich. Und bis ich zu Hause bin, wird die Woche so auf knappe 65 Kilometer gekommen sein. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie nicht mehr von der Stelle komme. Ach so. Naja, das erklärt einiges. Ich bin auf die Sportgeräte hier am Ellebach geraten. So, jetzt aber weiter im Laufschritt. Übrigens, so wie es aussieht, werden wir nicht Weltmeister. Das letzte Mal, als ich die Kappe auf dem Kopf hatte, lief ich mit Schwarz, Gold, Rot. Zwar quer statt längs, aber die Belgier sind rausgeflogen. Jetzt habe ich Schwarz, Rot, Gold. Zwar von unten nach oben statt von oben nach unten, aber sieht schlecht aus.